Moin, hier ist Heini. Schön, dass du da bist auf meinem Kanal. Ich möchte heute mal ganz was Besonderes wieder vorstellen, und zwar ein Lithium, also Life Proof 4 Akku für mein Elektroboot. Und den habe ich von der Firma Create-Best bekommen, der hat 120 Ampere. Ich hatte letztes Jahr ja so eine kleine Katastrophe mit meinem Elektroboot, da hatte ich eine ganz normale Verbraucherbatterie, Solarverbraucherbatterie, ne? Und 100 Ampere, das war so eine Katastrophe. Da bin ich, wie gesagt, ungefähr zwei Stunden mitgefahren und dann ging das so rapide nach unten. Und da habe ich gesagt, geht nicht, weil ich kam kaum noch mehr zurück zum Anlegestelle. Und dann habe ich gesagt, nee. Und dann habe ich im Internet recherchiert und dann bin ich auf diesen Batterie gestoßen, auf Create-Best. Und die habe ich angeschrieben und die haben mir da zur Verfügung gestellt. Vielen Dank an der Firma Create-Best nochmal, dass ich da testen darf. Und die, wie gesagt, der hat 120 Ampere, ist schon enorm für so eine Lithium-Batterie. Und vom Gewicht her wiegt ein bisschen, aber jetzt kannst du gar nicht mit diesem Bleigel vergleichen. Ne? Der wiegt jetzt 18 Kilo, das andere hatte 100 Ampere, was ich hatte, und der hat 26 Kilo gewogen. Ist schon, pff, ne? Und der hier kommt so wesentlich länger mit hin. Ne? Dieser hier hat jetzt 1536 Wattstunden, der hat über 2000 oder 3000 Ladezyklen. Das heißt, so oft kannst du den wieder aufladen. Das heißt, danach ist er nicht kaputt, sondern dann hat er Leistungseinbruch. Dann liegt er ungefähr bei 75-80% oder so. Dann hat er nicht mehr die 100%, ne? Wie ich das alles jetzt recherchiert habe, weil ich bin ja kein Elektriker, ne? Und hier ein Handbuch dabei, ist deutsch. Da ist alles genau beschrieben, wie du was anschließen musst, ne? Da hast du auch Klemmen dabei. Warte mal ganz kurz. Ich schütze von nichts tun, du. Hier hast du auch Batterieklemmen dabei, ne? So muss das um. So Schnellspanner sind das. Kannst du denn ganz normal draufklappen und dann zack, festspannen. Ne? Die habe ich bei mir noch nicht angeschlossen gehabt. So, und die ganzen Daten, was wichtig ist für so eine Batterie, ne? Wie gesagt, steht hier alles drin. Ne? Der Anfangsspannung ist ungefähr bei 13,5, 14,5. Bei mir ist der vollgeladen 13,5. Und der hat eine Spannung von 12,8. Ne? Hier steht volle Ladespannung bis zu 14,6. Ne? Und wo empty ist, wo gar nichts mehr geht, aber dann ist auch echt. Also man soll immer Rest noch bündisch drinnen lassen, zwischen 10 und 20%. Ne? Dann ist 11,2. Dann ist komplett leer. Aber der kann auch in Batterien wirklich kaputt gehen. Ne? Und der hat 4 Zellen, hat der. 1, 2, 3, 4. Und wie gesagt, steht hier alles drin. Ich verlinke euch das da unten auch nochmal. Ne? Und warum wollte ich jetzt so eine Batterie haben? Weil, wie gesagt, diese Bleigel-Akkus, diese Verbraucherbatterien, wenn du da mit Elektromotor rangehst, ne, und du hast immer Stufe 5 zum Beispiel, ne, der saugt den so schnell leer, da hast du gar keine Chance. Da brauchst du wirklich schon zwei Paddeln, dass du dann mit dem Paddeln wieder was machen kannst. Wenn die großen Schiffe dann kommen, du hast noch, haben wir gehabt bei uns jetzt, noch nicht mal die Möglichkeit mehr gehabt, die Wellen entgegenzuwirken oder so, ne? Hat er so gegen den Ufer gedrückt und so. Ich so, nee, nie wieder so ein Scheiß, jetzt soll eine vernünftige Batterie her, ne? Und das ist den werden wir gleich mal testen, wie das ist. So, wie gesagt, und Ladetemperatur, steht alles da drin, ist von 0 Grad bis 55 Grad. Lagertemperatur ist minus 20 bis minus 60. Da kommt ein Schweißtropfen runter. So, und Entladetemperatur, das alles beschrieben, wie das ist. Und auch wenn ihr das über Winter einlagern wollt, ne, da gibt es da diverse Internetseiten, wo das genau, wie man das am besten macht, nicht ganz voll laden anscheinend, sondern irgendwie nur so und so viel Prozent. Ne? Aber da müsst ihr euch dann eben mit beschäftigen, wenn ihr so eine Batterie habt, dass ihr auch lange, lange, lange was von habt, dass er nicht kaputt geht. So, hier ist wie gesagt alles beschrieben. Ihr könnt auch einen Laderegler ranpacken mit einem Solarpanel. Da habe ich auch irgendwann mal vor, vorne auf dem Bötchen so ein Solarpanel, dass er während der Fahrt wieder aufgeladen wird. Oder ich eben nur durch Sonnenenergie fahre. Ne? Wenn ich schon mal zur Stufe 3 fahre oder so, dann schafft das Ladepanel dann alleine, dass ich dann nur durch Sonnenenergie fahre. Aber das ist ein anderes Video später, irgendwann morgen. Ne? Erstmal kommen wir jetzt hierzu. Hier habt ihr die ganzen Anzeigen. 4 grüne, eine rote, das zeigt an, wie voll der ist. Und wie gesagt, vom Gewicht her, viele sagen immer so, ja, Lithiumphosphat ist teuer, die Akkus. Ne? Die sind, wie gesagt, 2-3-fache teuer wie die normalen Batterie, aber du hast weniger Gewicht, ne? Auf jeden Fall weniger Gewicht, die du mitschleppen musst. Und du hast viel mehr was davon. Ne? Überleg mal, so ein normal Bleigel-Batterie, der hat ungefähr einen Ladezyklen von plus minus 400 oder so. Ne? Um die Dreh, kann weniger, kann mehr sein. Und vom Energie, von dem Spannungsverlust will ich gar nicht schreiben. Das, ich mache da mal ein Video demnächst mal vor, ne? Jetzt nicht, sondern darüber folgendes Video will ich mal einen Vergleich machen. Dann seht ihr, was ich meine. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts davon vergessen.
Ich möchte den mal jetzt eben auf dem Boot anschließen und dann wollen wir mal empfahren, wie der ist, ja? Also wie gesagt, ich blende euch das unten nochmal ein, ich verlinke euch da. Und mein Boot, da oben in der Ecke, verlinke ich das mal auch. Mein kleinen süßen Elektrobootchen, wo ich da immer mitfahre. Und ganz vergessen, das Ladegerät, ne? Da ist ein Schnellladegerät dabei, es gibt ein Normalladegerät, wo du dann 5-6 Stunden auflädst oder diese Schnellladegeräte hast du hier dann bei, wo du in plus minus ungefähr 2 Stunden wieder vollgeladen ist. Ne? Also ist top, der zeigt dann auch hier an, ne? Lädt nicht, oder wenn er, da, ach ja, was ich auch, darf ich jetzt nicht vergessen. Ganz wichtig, dieser Batterie hat auch ein Batteriemanagementsystem, der alles hier regelt und alles in Balance hält und so. Und hier, da hat er auch drin. Und die neuen, die ganz neuen auf der Homepage, die Batterien, die haben sogar jetzt auch schon, da kriegst du das, diese Ladestand zu, Zustand, ist da mit Bluetooth drin, dass du das mit Handy verbindest, dann zeigt das alles auf dein Handy an. Die ganzen Daten vom Batterie. Auch was Feines, ne? Und wie gesagt, die kriegst du auch in verschiedenen Größen. Die kriegst du ja 42 Ampere, dann ist 120 Ampere, 175 Ampere, 240 Ampere, 400, also enorm. Aber dann ist das, hast du solche Klopper, ne? Ich glaube, dann geht mein Boot unter. Also ist schon, und da kommt es aber auch richtig, richtig weit mit hin. Ne? Also, ich werde mal testen jetzt, wie das ist. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wichtiges vergessen. Wenn ich Daten vergessen habe, möchte ich mich dafür entschuldigen. Und unten verlinke ich euch das mal, könnt ihr mal kurz nachlesen, denn, ne? Wenn jemand Interesse hat. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht so viel Plan davon. Ich weiß nur, Elektroboot, keine gute Batterie, ist nicht gut. Ist echt nicht gut. So, meine Lieben, jetzt aber los und ab aufs Boot. So, meine Lieben, jetzt gehen wir das erste Mal hier mit auf dem Wasser. Und zwar mal gucken, was er so bringt. Ja? Ich werde dann später ein zweites Video machen, wo ich zeige mit den alten AGM-Batterie, was ich hatte, ne? Wo der Unterschied ist. Aber erstmal nehmen wir den jetzt mit. Ich habe den markiert, plus ich vergesse jedes Mal, dass Rot Plus ist. Ist egal, nicht lachen, ist aber so. Darum habe ich hier ein Pluszeichen drauf gemacht. Ne? Und sehr gut, ich habe den extra in so einen kleinen Schutzkasten gekauft. Falls Wasserspritzer und so, ne? Dass da kein Wasser dran kommt. Jo, denn lass es mal eben zum Boot hingehen, du. So, meine Lieben, das ist jetzt die Batterie. Ich habe jetzt auch die Originalklemmen nicht dabei. Minus. Hier ist Minus. So. Und hier ist Plus. Den mache ich erstmal fest jetzt. Ach, ist das schön angenehm, ne? Hier seht ihr jetzt grün, dass alles voll ist, dass alles leuchtet. Wie gesagt, Plus habe ich dann gemacht, weil ich Paddel immer vergesse, was ist Rot nochmal, Rot oder Minus, ne? Plus oder Minus. Von da habe ich das so gemacht. So, hier seht ihr jetzt 100%. Wenn ich hier drauf gehe, da gehe ich meistens drauf, der das dreht 13,6 Volt Spannung, ne? Und danach gehe ich dann immer. Das habe ich meistens immer so an und dann, jo, läuft ganz gut. So, jetzt fahren wir Stufe 5. Ne? Ich habe ja hier, ist aus, 1, 2, 3, 4, 5. Und Stufe 5 ist ungefähr 5,3 km/h. Ne? Und dann zieht er jetzt, seht ihr hier, wenn er mit Volllast fährt, jetzt 13,1 Volt hat er jetzt da. Und somit, ne? Und danach gehe ich dann immer, wie gesagt, bei 11,2 ist komplett leer, komplett finito, ist auch nicht gut, weil dann kann der Batterie kaputt gehen, ne? Nie so tief mit dem Laden fahren, immer ein bisschen Rest drinnen lassen von plus minus 10%, ne? Wie man dazu sagt, 10% immer drinnen lassen ungefähr. Jetzt habe ich den Motor ausgemacht und jetzt zeigt er wieder 13,3 Volt an, ne? Und wenn ich jetzt wieder anmache, dann zeigt er, dass er runtergeht. Auf 13,1 unter Volllast. Ne? Ich fahre ja Stufe 5 wieder. Seht ihr, ist ganz unten. Und dann seht ihr auch schon nach hinten. Wie er schön fahrt. Fahren wir mal ein bisschen Kurven hier. Du, wie gesagt, Stufe 5 ist richtig, richtig gut. Das, wie gesagt, fährst du weiß für einen Elektromotor, ne? Für den kleinen. Ich habe ja so einen Rhino FX54 drauf, ne? Und fahre ich jetzt ungefähr 5,1 km/h mit und das ist schon in Ordnung auf so einem kleinen See. Und ein Elektromotor ist schon perfekt, ne? Hier könnt ihr auch sehen. Also hat schon ein kleines bisschen Geschwindigkeit, muss ich sagen.
Ne? Mein Engelchen ist da hinten. Ups. Da, jetzt nochmal. Also, ihr seht da Motor da hinten. Mal hinter ist, ich zeig mal ganz kurz, ein Zopfchen da irgendwo ist. Da seht ihr da die Haare, mein Engel. Aber die will sie nicht zeigen lassen. So, was ich sagen wollte ist, da gibt es ja so eine Formel auch. Ne? Wenn du jetzt, ups, ich habe im Internet ein bisschen recherchiert, der Rhino hat, die zeigen immer was anderes an, entweder 320 oder 365. Beides, die eine Seite zeigt das an, der andere zeigt das an. Bis maximal 365 Watt pro Stunde, ne? Oder wie das gerechnet wird, pro Stunde nicht, sondern Maximalleistung ist 365 Watt. Auf der anderen Seite steht 320, egal, auf jeden Fall gibt es eine Formel, geteilt durch 12, ne? Diese Leistung, 12 Volt, und dann liegen wir bei 30 Ampere die Stunde. So, 30 Ampere, und dann heißt das ungefähr, dass wir hier mit auf Stufe 5 Volllast, ne? Ungefähr bis 4 Stunden, aber Rest sollst du drinnen lassen, ne? Das über, also über 3 Stunden Volllast kannst du damit wirklich fahren, das ist enorm, ne? Aber okay, man muss bedenken, ich bin ein dickes Kind. Ich bin ein dickes Kind und gegen eine Strömung, wie Wind ist, musst du alles mit einberechnen, ne? Wie schwer dein Boot ist. Der ist jetzt nicht so schwer, der wiegt jetzt 300 Kilo, würde ich sagen, ne? Und da kommt mein Gewicht noch dazu. Ich bin jetzt, kann ich ganz offen sagen, 144 Kilo. Mein Engelchen wiegt unter 50 Kilo. Und die Batterie, wie gesagt, wiegt 18 Kilo mit 120 Ampere, ne? Das andere AGM-Batterie, also diese Verbraucherbatterie, was ich habe, der wiegt alleine 26 Kilo und hat nur 100 Ampere gehabt. Ne? Also es ist ein Riesenunterschied schon. Wie gesagt, da gibt es so eine Formel auch, die kann ich euch in der Beschreibung mal reinpacken, wenn ihr möchtet. Und da gibt es auf der Internetseite, da gibt ihr die ganzen Daten auch ein und der sagt genau, wie viel Zeit ihr damit fahren könnt. Unter normalen Umständen, wie gesagt, vom Gewicht, vom Wind her, wie die Strömung ist, müsst ihr alles mit einberechnen. Ne? Aber wie gesagt, ist schon mega geil, dass die Stufe 5 so lange fahren kann. Ne? Also ist schon enorm. Wir fahren jetzt circa plus minus ungefähr 30 Minuten, ne? Und jetzt fängt er an, dass dieses Pendel von 13,1 auf 13 Volt. Ne? Okay, jetzt steht er wieder konstant bei 13,1, aber so langsam pendelt er das, dass er runtergeht. Wie gesagt, dabei waren so Schnellspanner-Zwingen, Anschlüsse, die habe ich noch zu Hause, die habe ich noch nicht angebaut, die muss ich noch machen, weil ich habe hier noch für mein Messgerät das Dinger da, ne? Und das kommt aber noch, dass ich das dran baue, ne? Dass ich das nicht immer mit einem Schlüssel auf- und abschrauben muss, sondern einfach nur zum Klemmen. Aber das mache ich dann noch dran. Und auf dem Bootsfahrt darf mein kleiner Baby ja nicht fehlen, ne? Weil Lottermaus, ach, die kleine Süße, ey. Die ist so süß, ne? Die fährt mit Papa gerne Boot. War Mäuschen. Die ist so süß. Leo ist auch noch dabei, aber bei meinem Engelchen auf dem Schoß und die will ja nicht im Video, ne? So, jetzt ist er umgesprungen auf, seht ihr da, 13 Volt. Ne? Wie lange fahren wir jetzt? Ja, wie gesagt, halbe Stunde oder so. Ne? Also so ein Elektroboot macht schon Spaß. Ich habe jetzt natürlich kein sag schon, Selfie-Cam mit, ne? Aber ist schon cool, macht schon wirklich Spaß. Wir waren schon so oft mit diesen kleinen Bötchen auf dem Wasser, wenn schönes Wetter ist, ne? Schon genial. Und demnächst will ich mir mal so ein Sonnenpanel noch holen. Da kannst du auch mit Sonnenpanel den Akku wieder aufladen. Und da kommt irgendwann als nächstes auch dran. Aber dann mache ich auch noch mal ein Video dann von, ne? Oh, ihr habt meinen Engel gesehen. Hat sich selbst schuld, jetzt sich bewegt. So, bin ich der Kapitän wieder. Ne? Lotter, nein, nicht dahin beim Strom. Ne? Die Kleine war gerade im See, ist dann natürlich doof, wenn sie dann Stromschlag kriegt. Ne? Ich habe immer Angst. Was ich sagen wollte, ist ganz kurz mal eben, wie gesagt, so ein Elektroboot ist ja die Zukunft auch mit den ganzen Lithium-Batterien. Ne? Und das ist ja Live-Profil, dann heißt es ja Lithium-Phosphat. Ne? Und das ist die ganz neueste Technologie. Und ich werde demnächst in einem anderen Video mal zeigen, wie es uns letztes Jahr ging, wo ich hier... Und mein Engelchen, wo diese Bleigel-Batterie, Verbraucherbatterie, was wir hatten, ne, wo er die ganze Zeit 60% angezeigt hat und auf einmal ging er so in den Keller und wir kamen noch nicht mehr groß mehr zurück, sondern mit 1 km/h, mit Paddel und das war so eine Katastrophe. Da habe ich gesagt, ich so geht nicht, da muss auf jeden Fall was anderes jetzt her. Ne? Und hier, das kann hiermit nicht passieren. Du hast konstante bis zum Schluss, ne? Konstante Spannung und es kann nicht passieren, dass du dann irgendwie keine Kraft mehr oder so. Ne?
wie das bei den anderen so ist, bei den sag schon, Bleigel-Akkus. Ne? Und das Gute daran ist ja auch an diese hier, der hat ja ungefähr 3000 Ladezyklen. Das heißt, du kannst ihn 3000 Mal laden. Ne? Und so ein Bleigel-Akku, was haben die, 500 oder so, ne? 300 bis 400, 500. Dieser hat über 3000, ne? Wenn nicht noch mehr sogar. Muss ich nochmal mit ihm reinschreiben. Also wie gesagt, das ist schon, macht schon richtig Spaß mit so einem Akku auf dem Wasser. Und ihr seht jetzt, ich drehe das mal um. Ihr seht jetzt, das geht mal, komm, bei Mühlenfließ ist das, glaube ich, jetzt hier, ne? Und wie schnell das ist, ne? Kannst du ja hier, ne? Das ist schon echt, also für so einen Fluss und so, ist schon echt enorm. Wie gesagt, 5,5, 5,3 so um den Dreh, ne? Habe ich mal gemessen, aber ich glaube, das war 5,3. Oh, ich mache jetzt hier mal einen Halt und dann drehe ich mal um, ne? Ganz langsam. Rückwärtsgang rein. Kommt hinter uns was? Nee. Und jetzt drehen wir einfach mal eine Suppe. Ach, ist das toll, das ist so genial. Hoho, seht ihr das, wie schnell das dreht? Und jetzt Speed und wieder zurück. Ich sehe euch nicht, weil die Sonne jetzt direkt drauf knallt. So eine Mist. Aber der ist jetzt immer noch. Wir fahren jetzt ungefähr, würde ich sagen, eine Stunde ungefähr. Bei 13 Volt zeigt er jetzt an. Ne? Die Sonne, das ist nicht gut. Nee. Seht ihr mich überhaupt? Aber was ich jetzt noch sagen wollte, ist, ne, was ganz wichtig ist, ich fahre jetzt die ganze Zeit Stufe 5 und ich könnte ungefähr zwischen 3 und 4 Stunden Vollgas damit fahren. Aber überleg mal, ich habe ja 3 Stufen, ne? Und viele fahren ja auch Stufe 3 nur. Das ist ungefähr 3,5 km/h. Da kannst du den ganzen Tag damit fahren. Ne? Also dann braucht er viel, viel weniger Watt. Ich weiß das nicht, wie viel Watt. Aber da kommst du mit 120 Ampere, dann kannst du garantiert von morgens bis mittags durchfahren. Da kannst du bestimmt 10 Stunden fahren, wenn du auf Stufe 3 fährst. Ne? Also echt schon enorm. Also das macht richtig, richtig Laune bei sowas. Ne? Aber wir haben uns das angewöhnt, Stufe 5. Wir sind ja jetzt nicht 6 Stunden mit diesen kleinen Bötchen auf dem Wasser. Wir müssen ja auch mal Pipi machen und so, ne? Und von daher passt das. Aber wie gesagt, wenn du angeln willst, ne, und du fährst jetzt Stufe 1 und so, dann kommst du den ganzen Jahr, glaube ich, damit hin. Dann schleppst du ja mal hier, da, ne? Also ist schon Wahnsinn. Und wir fahren jetzt immer Stufe 5 und da kommen wir echt stundenlang mit hin. Wir haben noch nie einmal gehabt, wie letztes Jahr, dass wir sagen, oh, wir können nicht angekommen oder Probleme mit dem Paddel. Gar nicht, hast du hier nicht mehr, ne? Und wie gesagt, ich habe jetzt 120 Ampere. Genial. Flugzeug, ich wollte gerade sagen. Genial, 120 Ampere. Aber es gibt verschiedene. Es gibt Größe, es gibt bis 400 und es gibt 175. Du kriegst aber auch 42 Ampere. Für wenn du ein Schlauchboot hast oder du willst, dann sagst, 42 Ampere reicht dir auch. Du hast, ich verlinke euch das mal auf die Seite. Du hast da echt ganz viele Batterien, was du aussuchen kannst. Die Seite mit den Formeln, da kannst du selbst ausrechnen, was du hast, wie viel Watt du verbrauchst für deinen Motor. Kannst du ausrechnen, wie viele Stunden du damit hinkommst. Unter Volllast oder eben unter Halbspannung oder ne? So, wir sind jetzt ungefähr eine Stunde auf dem Wasser. Oh, knapp eine Stunde, ne? Und wenn wir jetzt hier drücken, dann hat er immer noch 3 volle Striche da, ne? Und hier zeigt er jetzt wieder Spannung 13,3 an. Ist klar, jetzt machen wir mal eben wieder Volllast. Und dann seht ihr natürlich, dass er wieder runtergeht. 13,1. Aber gleich wieder ein bisschen runter. Jetzt auf 13. Ne? Ist immer noch auf 13 Volt. So, wir sind jetzt knapp 2 Stunden auf dem Wasser rumpaddeln hier. Und da hinten ist unsere Anlegestelle. Wo? Das sieht natürlich im Video immer weit weg. So weit ist das gar nicht mehr. Und mal gucken, was das Akku sagt. Freundchen. So. Wenn wir drauf drücken, hat er noch 2 Lichter drauf. Das rote bedeutet, da ist ungefähr noch 20% Rest drin. Ne? Also haben wir noch 2 Zellen, also
weiß ich, du kannst es nicht sehen, aber zwei grüne Dinger, ne? Also das haut genau hin, 2 Stunden gefahren, haut genau hin. Meine Berechnung, was ich sagte, 3 bis 4 Stunden Vollgas und wir sind wie nur Stufe 5 gefahren, ne? So, ich habe Motor mal ausgemacht, kann ich auch wieder anmachen, ist ja egal. Der ist ja so leise, den hörst du ja gar nicht. Auch hier, das ist Leo, mein kleiner süßer Spatz. Leo, da, da ist Leo. Liebling, ey. Und da ist mein Engelchen, könnt ihr gucken. Nein, aber was ich sagen wollte ist, 2 Stunden gefahren, die Hälfte leer, haut fast genau hin, ne? Und wie gesagt, Stufe 5, also ist schon enorm, dieser neue Akkutechnologie. Und dann, wie gesagt, von CreateBest habe ich das jetzt. Und da könnt ihr gerne mal reingucken. Ich habe einen Link in der Beschreibung, wenn ihr einen Caravan habt oder wie gesagt, so ein Wohnmobil nutzen ganz, ganz viele, ne? Die haben verschiedene Sorten. Oder ein Elektroboot, was ich jetzt habe und was ich richtig geil finde für Elektroboote, ne? Ist so eine Batterie. Einfach nur genial, ne? Einfach nur genial, muss ich sagen. Lego, ey. Und hier kann ich empfehlen für so ein Elektroboot. Oder eben für was anderes, ne? So, jetzt ist es umgesprungen auf 12,9. So, da habt ihr unsere Anlegestelle. Da fahren wir jetzt gleich wieder rein und dann ist die Bootsfahrt vorbei. Ne? Und wir haben ungefähr plus minus 2 Stunden und 10 Minuten oder irgendwie sowas um den Dreh. Also ist schon in Ordnung. So, jetzt konzentriere ich mich auf, dass ich vernünftig lande. So, wir sind angekommen. Und, ach, sie stehen da schon, die Süßen. Wartet ihr? Das hat verschwommen, habe ich was im Kopf. Wir sind gleich fertig, Mäuschen. Und wie gesagt, ne, jetzt ist ja wieder 13,12 Volt. Aber hier zeigt er exakt, ne, 2 Striche noch, haut hin. Über 2 Stunden sind wir Vollgas gefahren mit Stufe 5. Und perfekt, echt perfekt. Ich melde mich einfach gleich wieder von zu Hause. Ne? So, was ich noch ganz kurz zeigen möchte. Ich bin jetzt nach Hause gekommen, ne, und dann habe ich nochmal drauf gedrückt. Und guck mal, da sind jetzt wieder... Ne, also der ist noch, da ist noch gut was drin für diese 2 Stunden, wo ich gefahren bin. Und ich bin wirklich nur Stufe 5 gefahren. Ne? Also hat ist echt Wahnsinn. Da nochmal drücken hier. Ne? Also pendelt mehr jetzt zu 2, aber ist immer noch. Habt ihr bei der Spannung ja auch gesehen, was war da? 13, ne? 12,9 war das ganz zum Schluss. Genau, 12,9 Volt. Perfekt. So, wir sind wieder da. Wir waren ungefähr 2 Stunden auf dem Wasser. Und was ich gerade schon draußen gezeigt habe, wo ich gedrückt habe, ne? Dann hat er immer noch, seht ihr hier, 3 Balken da. Ne? Und wie gesagt, rot heißt nur noch 20% drin. Ne? Und für, also wie gesagt, ich bin jetzt 2 Stunden gefahren, das war enorm. Und nur Stufe 5, der hat konstant 365 Watt gezogen. Oder wie auf der anderen Seite stehen 320 Watt. Ich habe keine Ahnung, warum das da so steht, da so steht. Ne? Ich habe jetzt die höchste Maße genommen, 365. Und damit bin ich, wie gesagt, 2 Stunden konstant gefahren. Also ist enorm. Und ich muss wirklich sagen, wenn jemand ein Elektroboot hat oder haben möchte oder Zukunft plant oder ein Angelboot mit Motor, ne, kann ich euch wirklich, wirklich wärmstens empfehlen, sowas. Ne? Entweder diesen für 42 Ampere, ne, weil wenn du nicht Stufe 5, wenn du nur angeln willst, schön immer vor dich hinschipperst und an die nächste Stelle hinschippern willst, ist top. Und hier vom Preis geht das aber auch, diese 42 Ampere kostet glaube ich 300 Euro. Ist auch schon cool, ne? Weil ich habe ja, wie gesagt, meine 100 Ampere Bleigel-Dingsbums gehabt. Kostet so eine Tonne kloppen, ne? Kannst du wirklich eine Tonne kloppen. Und dieser ist jetzt ein bisschen teurer. Der kostet knapp 1000. Aber der hat, kannst du gar nicht vergleichen, ne? Ich verlinke euch das mal in die ganzen Sachen. Und wenn jemand Interesse an sowas, auch für einen Caravan, egal was, für ein Wohnmobil oder wo du so eine Lithium-Batterie brauchst irgendwie, ne? Also von CreateBest bin ich wirklich von überzeugt. Also der ist richtig, richtig, richtig cool. Habt ihr auch gesehen im Video, ne, wie ich da hingeschippert bin. Ne? Und ich hätte noch weiter fahren. Ich weiß gar nicht. Irgendwann will ich mal den ganz leer fahren. Also bis er da ist. Wie viele Stunden ich da rumfahren kann. Da bin ich echt gespannt. Ne? Aber das mache ich dann irgendwann mal in einem anderen Video. Erstmal will ich einen Vergleichstest machen. Wie weit ich komme mit den anderen Batterien. Wie weit nicht, sondern die Spannungsabfall will ich dann zeigen. Ne? Was ich meine, dass er konstant die Spannung hält und nicht wieder hinten. Da fährst du und auf einmal... Ne, beim Bleigel, was ich hatte, ne? Nee. Also, meine Lieben, kann ich euch wärmstens empfehlen. Die Links haue ich unten da rein, wenn jemand Interesse daran hat, ne? Von CreateBest. Vielen Dank nochmal an die Firma CreateBest dafür. Und top Batterien empfehlenswert. Ist richtig empfehlenswert. Ne? Bis dann. Tschüss. Nein, was sage ich immer? In diesem Sinne, ab in die Rinne. Bis dann. Tschüss.